Ja, also ich biete dir was an. Also entweder du nimmst den Namen zurück. Wenn du ihn nicht zurücknimmst, dann muss ich rechtliche Schritte, weil ich wurde jetzt von mehreren Menschen angesprochen und ich meine, es ist eben halt mein Name und ja. Und da müsste ich sonst rechtliche Schritte einleiten. Es sei denn, wenn du jetzt sagst, ich heiße Nadine und ich mache das unter Nadine, jetzt bis zum Schluss, dann ja, dann ist es okay. Nadine, du wolltest Nadine noch etwas zeigen. Ja, das kommt jetzt. Ihr seid so lustig, doch. Ich meine, das musst du dir überlegen. Und jetzt wollte ich dir noch was zeigen. Genau, ich quatsch schon wieder zu viel. So, und genau, der super rote Vorhang. So, eine Frage an dich. So, das muss ich jetzt machen. Warte. Ich hoffe, es klappt. Es klappt. So, wer ist die wahre Nadel? Hm? Nadine oder die Nadel? Genau, und das ist es. Also das ist eben halt, weil du hast mich noch nie in der Öffentlichkeit irgendwo rumschnackseln sehen oder rum, wie auch immer. Ich habe das eben gerade das erste Mal gesehen. Ich wusste nichts davon. Und ich meine, das schadet eben halt absolut meinen Namen. Und das finde ich irgendwie, ich meine, wenn du das nicht gemacht hättest, weißt du, dann hätte ich gesagt, ach komm, Schwamm drüber. Aber das ist ein bisschen too much. Also was da zum Teil auch jetzt eben gerade gezeigt worden ist, nur in der Show. Und jetzt kannst du dich entscheiden. Willst du unter dem Namen Nadine das bis zum Schluss machen oder willst du dich weiter Nadel nennen? Naja, wenn es geht halt nicht anders, dann. Ja? Verbleiben wir so? Okay, stoßen wir drauf an. Passt. Also. Ja, du musst mich auch verstehen, ist mal wirklich. Also ich meine, wenn ich draußen bin und so weiter, ich werde da immer drauf angesprochen. Und ja, die macht das mit Männern und so weiter und so fort. Also das ist schon heftig. Und ich meine, ich mache das seit 20 Jahren und ja, dann bist du da und sagst jetzt, ich bin jetzt hier die Nadel. Nur eben Nadel und Nadine. Warum hast du mich nicht anders genannt? Geh zu den anderen in den Wohnbereich und weiht sie in das Namensproblem ein. Jetzt habe ich dich nicht verstanden. Ich habe nichts verstanden. Hm. Ihr beide geht in den Wohnbereich. Okay. Und weiht die anderen Bewohner in das Namensproblem ein. Passt. Wieder ein Big Brother, das glaube ich alles nicht. Dankeschön. Oh, ihr habt ja wenigstens eine Klimaanlage hier. Hallo, schönen Abend wünsche ich euch. Hi, also wir hatten gerade jetzt, erstmal hallo, also weil ich muss jetzt gleich in einer Minute wieder raus. Wir hatten gerade ein kleines Problem gehabt, also Problem ist, glaube ich, gelöst für dich. Und sag es einfach. Also ab jetzt bin ich Nadine für euch. Okay. Genau, sie wird jetzt in Zukunft Nadine heißen und nicht mehr Nadel. Und ich sag mal hallo, aber Patricia, hi, grüß dich. Schöne Grüße übrigens von, ne? Du weißt schon. Und von wem? Mikey, Washington. Ist der Name jetzt geschützt oder? Na, du weißt schon, wen ich meine. Ich schwöre, ich weiß nicht. Hamburg. Ja. Weißt du nicht? Ach so, ja? Okay. Denk nach, ganz kurz. Ich sage jetzt nicht Daddy, aber schöne Grüße von Mikey. Ja, das wollte ich dir jetzt nur ganz kurz sagen, weil ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Aber wir haben uns jetzt geeinigt und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und zieht es durch. Und trotzdem, ich meine, was soll ich machen? Ne? Also ich meine, du bist jetzt unter dem Namen Nadine und nicht mehr unter dem Namen Nadel. Jetzt muss ich wieder raus, weil sonst werde ich wieder rausgeschmissen. Also ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Ne? Danke. Baba, ciao. Ciao. Das ging mir wieder. Oh, das ist aber Luxus hier. Ja, ja, ja. Falsche Tür. Nadine. Hier lang. Hier. Sitzen oder was? Ah, hier. Häufchen. Auf oben. Ich dachte schon, jetzt kommt noch einer. Was war jetzt das? Die hatte doch einen Sitzen. Ja. Ja, Patricia, ich kenne nicht Mike Washington. Weil das mein Spitzname ist, kriege ich denn da rechtliche Schritte anhalts, weil ich schon seit Jahren so. Ich schwöre, ja. Was sagen Sie? Was, Mama? Und das war jetzt die öffentliche. Was war das? Was hast du gesagt?
Wenn ich das nicht bleiben lasse, dass ich mich Nadel nenne. Wir sagen auch Nadel. Die auch so gesagt, oder? Ja, das kriegt rechtliche Schritte an Hals. Aber weißt du, wie viel in Köthen Nadel genannt werden? Es gibt einen Imbiss in Köthen, der heißt Nadels Bistro. Und alle Entschuldigungen sind aber wenn einer jetzt. Wenn das der bekannte Steffi Härtel. Stefanie Härtel. Stefanie. Heißt sie Stefanie? Okay. Nadels Bistro, pssst. Lass das niemanden hören, das könnte Schwierigkeiten machen. Also das war eine Aufgabe, ungefähr so schwer wie ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bringen. Aber das nur am Rande. Sehr unterhaltsam.